Guten Morgen. Guten Morgen, liebe Zuschauer. Wieder heute ein Dreh für unser Bautagebuch. Heute würde ich Sie gerne mitnehmen, einmal in die Achse, wie Sie später in unser Konferenzzentrum kommen. Wenn Sie hier sehen, hinter mir ist eigentlich unser Eingangsbereich, über den Sie dann den Zoo betreten. Und dann über einen Weg in dieser Achse hier in unser Konferenzzentrum hineingehen. Und wenn Sie denn dann in unser Konferenzzentrum gehen, werden Sie über einige Deckel im Weg laufen. Die sehen Sie hier. Und unter uns liegt ein etwa 70 Kubikmeter Wassertank. Und auch hier werden wir neue Wege beschreiben zum Thema Regenerativität, Ressourcenschonen. Nämlich wir haben bei der Meranti-Halle 130 Kubikmeter Regenwassertanks, um daraus dann in den Sommermonaten zum Beispiel die Pflanzenanlagen zu bedienen oder auch die einzelnen Becken von den Tieren wieder aufzufüllen oder zu säubern. Da laufen Sie drüber weg. Und dann, wenn Sie mir einfach folgen, gehen wir jetzt über den imaginären Weg in unser Konferenzzentrum. In diesem Bereich wird die erste Empfang darstellen. Hier wird es eine Garderobe geben. Hier gibt es einen kleinen Vorraum, um die Gäste zu begrüßen. Im weiteren Verlauf gehen Sie dann durch eine Glastür in das eigentliche Foyer der Halle und haben hier dann bereits die Möglichkeit für Einblicke in unsere Meranti-Halle. Mit den einzelnen Tieranlagen, wie wir sie ja schon in den vorherigen Tagebüchern zum Teil beschrieben haben. Wenn Sie dann hier im Foyer sind, gibt es natürlich einen Aufzug, um nach unten zu kommen, Toiletten, eine Küche, das ist im hinteren Bereich. Und aus dem Foyer heraus gibt es dann zwei Tagungsräume. Der eine wird da auf der rechten Seite seinen Zugang haben. Und der andere wird hier etwa seinen Zugang haben. Und hier stehen wir dann jetzt mitten in unseren Tagungsräumen, die einmal trennbar sind, um zwei kleinere Räume zu haben, aber auch für eine größere Veranstaltung einen relativ großen Raum. Und wenn wir denn dann überlegen, wenn wir mal irgendwann eine Reihenbestuhlung machen, können wir hier bis zu 220 Personen unterbringen für eine Veranstaltung. Aus dieser Halle heraus gibt es natürlich auf der anderen Seite über Fenster einen Blick auf den Landauer Platz. Jeweils an den Außenseiten wird es Treppen geben, um diesen Platz auch zu erreichen, die genutzt werden können. Und wie wir gerade schon gesehen haben, da wo wir geguckt haben an den großen Fenstern, wird dann der Balkon sein, wo Sie dann auch nach außen in die Halle hineintreten können, um das Erlebnis der Tropen auch dort noch weiter zu spüren. Wenn Sie jetzt so einen Blick in die Baustelle werfen, sehen Sie eben auf der rechten Seite den Beginn der Dachkonstruktion. Ab heute werden die ersten Träger für die Gesamtkonstruktion geliefert und aufgebaut. In der linken Seite hier unten sehen Sie die Becken für die Tapirs und Ameisenbären. Und leider jetzt von hier nicht ganz sichtbar, hinterm Kran befindet sich dann die Fundamente und die Unterwassereinsicht für die Riesenotter.
Das kann man dann von dieser Seite am Kran vorbei noch mal relativ gut sehen. Das Gebilde in der Mitte von der Halle ist eben der Bereich des Abwasserbeckens mit der Unterwassereinsicht. Und davor, wo jetzt gerade die Eisenbieger zugange sind, wird die Mittelstütze von der großen Brücke, die ja in 7 Meter Höhe die Halle durchquert. Ja, soweit zum heutigen Sachstand für das nächste Bautagebuch und ich freue mich auf das nächste.